This is a test. Yes, it is. A civilian on the right stole water. The capital offense. The soldier on the left was sent to apprehend him, which he did. Killing the man's family in the process. Five innocent people are dead because these two animals couldn't control themselves. I get it. We're meant to choose. Choose what? Let's get out of here. Lugo's right. We need to get as far away from this as possible. That's enough. Obviously not, because we're still here. They are guilty. But what is justice? And how would you see it dealt? Ist das übel oder was? Alter. Who dies? Judge these men. Or pay the price of insubordination. We can't do this, Walker. Yeah, let's just get out of here. And go where? They have us surrounded. What about I shoot these guys? Attack! Got him! Fuck. Let's get moving. Walker, what's going on here? I'm showing Conrad that he doesn't know anything about me. Yes. It seems we both have a lot. Fuck, ich dachte, ich kann die retten. I fear your lesson. Mann. Das hat ja gut geklappt, ey. I gave you a chance. Farmers? Warte mal. Mhm. Aber die andere ist besser. Glaube ich. Oh shit. Reloading! Got him! What are we doing? Stand up, run and fight! RPG! Get ahead! She's coming in! Shit! And I'm die. I'm die. I'm dead! Wollte ich eigentlich sagen. Verdammt. Shit. It's an ambush! Get into cover! Got one more! Hostile is down! Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Jo, bist du da? Also da warte ich mal aus. Scheiße. So, jetzt wird dann gleich mal ein kurzes Päuschen geben. Aber erstmal muss er die Treppe nach oben steigen. Aua. Alter, das ist wunderbar. Boah, was geht denn jetzt? Holy shit, guys. Können wir jetzt nur hoffen, dass die alle tot sind. Oh. Alter, also die Atmos ist schon auf jeden Fall geil. Da kann man sagen, was man will.
ist schon nicht schlecht gemacht. Moin. Na? Mach mal. Oh shit. Das ist heftig. Das gab's halt so auch noch nicht so, ne? Schneesturm, sag ich schon. Der Root Sandstorm, genau. Heftig. I know you're listening, Colonel, so hear this. This war is over. Dubai will be evacuated, and you will be relieved of your command. Eieiei, Freunde, das war Chapter 9 und der Sandsturm. Und jetzt haben wir Chapter 10, Riggs. Ich glaube, da machen wir einfach mal einen guten Cut. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen was für YouTube, was wir die Kollegen noch kurz aussprechen. Alter, war das krank. Na gut, Freunde, dann sage ich an der Stelle, hier enden wir mal mit der Aufnahme für YouTube. Bis zum nächsten Mal. Und wir gehen quasi aus dem Spiel. Heftiges Ding auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall auch weitermachen. Wir haben jetzt gerade mal 3 Stunden das Spiel gespielt insgesamt. Also theoretisch müsste da ja eigentlich noch was drin sein. So, Freunde. Habt ihr gesucht? Ich rieche. Ja? Ich rieche, du Fahne haben. Dünstig. Ja. Auf jeden. Alles hin? Ich ahne Schlimmes, es gibt Pause. Ja, so quasi. warte mal, Pausenmusik. So, Freunde. Dann überlegen wir schon mal. Es ist halt echt gerade sehr mau, ne? Mit 5 Leuten. Es ist schon sehr, sehr wenig gerade. Ich würde ja einfach sagen, wir machen das so wie gestern. Ich habe ja gestern auch gesagt, wer will. Was? DJ Manio Hype. Genau. Mit Teil 3 nachher. Naja, ich guck mal. Also ich sag mal so, Leute. Ich habe das ja gestern auch schon mal versucht. Da habe ich auch gesagt, wer dann um 12 da ist. Mindestens 10 Viewer, habe ich gesagt. Und dann war keiner da. Und dann bin ich auch dementsprechend nicht nochmal wiedergekommen. Also dementsprechend würde ich das genauso machen. Ich gucke jetzt einfach. Ich nehme jetzt mal den Stream raus. Beziehungsweise gucke jetzt nochmal, ob die Trolle noch online ist.
Wenn die das noch ist, dann hoste ich die gerne nochmal. Während ich in der Zeit hier quasi Pause und ein bisschen dem Juri am Quatschen bin. Die Trollin ist aber auch offline jetzt. Und hostet irgendwie in der Bioshock spielt. Wunderschön. Na gut, dementsprechend muss ich halt gucken. Also ist klar, dass ich natürlich jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder in den Fulltime-Abend- oder Streaming-Bereich einsteigen, dass ich das dann ungern quasi gerade bei so Sachen wie Witcher 3 mache, wenn dann wirklich nur 3-4 Mann dann dabei sind, nicht böse nehmen. Das ist einfach so eine reine, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber ich würde es gerne für ein paar mehr Leute machen, genauso wie bei dem Marathon letztens, bei dem 30-Stunden-Marathon. Das war einfach insofern einfach cool, deswegen haben wir das auch so lange gemacht, weil halt immer viele Leute da waren. Und wenn dann entsprechend auch Leute da sind, bin ich natürlich dann auch bereit, das weiterzumachen. Ich dachte, du gehst auch und schaust dann, darum war ich nicht da. Ach so, nee. Nee, ich dachte, nee, ich wollte eigentlich wissen, wer sozusagen auch offline dann schon da ist und wartet. Aber, deswegen, ich lass die Musik an. Und lass hier noch Endless laufen. Mute aber die Webcam und sage an der Stelle einfach schon mal Tschüss für euch da draußen, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Denn, wie gesagt, ich würde dann auf jeden Fall nur dann weitermachen, wenn entsprechend dann nachher nochmal ein paar Leutchen da sind. Sonst lohnt sich es einfach nicht. Und das ist dann für mich auch. Ich habe dann auch selber so, dass ich mir so denke, so, dann fällt mir das Moderieren auch immer schwerer irgendwann. Weil meine Spannungskurve auch abfällt, wenn ich merke, es sind nicht so viele Leute dran und das ist dann auch noch so dieses Rumgeplänkel, beziehungsweise nur noch so zum Einschlafen ist, dann ist klar, dass es bei mir dann auch mit der Energie nach unten geht. Gell, Freunde? Also in diesem Sinne, ich bin jetzt erstmal kurz raus. Ich gucke auf jeden Fall nochmal rein. Der Stream bleibt auch so lange jetzt an. Ich mache die Musik auf jeden Fall auch auf die Boxen, sodass wir hier was hören. Und wer drin bleiben will, bleibt drin. Wer nicht, dem wünsche ich eine gute Nacht. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen nochmal. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen regulär im Streamingplan. Sind wir, glaube ich, 16.30 Uhr wieder drauf. Kann das sein? Ich gerade nochmal gucken. Aber ich glaube schon, ne? Freitag, 5.6. ab 19 Uhr sind wir morgen da. Mit der Freitagsdadelei. Das heißt eventuell sogar aber auch wieder B4 ein bisschen früher, je nachdem. Vielleicht komme ich da auch schon 16.30, 17 Uhr rum wieder ran. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das Wetter auch morgen ist und ob wir auch morgen das mit dem Grillerchen machen. Ich ändere jetzt schon mal einfach provisorisch die Info in... Nachtvögel. Ja klar, lockt mal auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal auch in den verschiedenen Streams rumhängen, gucken, was die anderen, was die Konkurrenz so macht. Das mache ich ja oft auch so, dass ich einfach mal gucke, so was geht bei den anderen. Und entsprechend. Also ich gucke jetzt zum Beispiel auch nochmal ganz kurz Witcher 3. Also ich sehe jetzt heute, ich sehe halt immer unnormal viel dieses Survival Evolve. Das spielen ganz viele. Das ist Alpha, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das mal hole, aber weiß gar nicht, wie teuer das ist. Auf jeden Fall, warte mal, Witcher 3. Spielen. Witcher 3 ist auch schon wieder mit nur 3000 Aufrufen schon wieder ganz schön schnell. Also Twitch ist es ist ja doch schon, aber es ist halt einfach der Slav ist noch mit 127 Jahren.